Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Cold Summer Box von Say It. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. So, wir haben hier eine Box in Plastik eingeschweißt und hier haben wir einen 12er Aufkleber, der uns verrät, dass wir in der Box auch noch Filmmaterial finden werden. Wir werden das Ganze jetzt mal aufschneiden, damit das Ganze nicht so heftig spiegelt und damit auch dieser hässliche 12er mal verschwindet. So. Der 12er ist unter der Folie, aber jawohl. So, dann haben wir hier Say It in diesem Eisblau, Hellblau. Oben lesen wir Alpha Music Empire präsentiert. Say It Cold Summer, silberweiße Schrift. Man spürt es auch, die fühlt sich etwas anders an als der restliche Teil der Box. Und rundherum haben wir noch hier einen weißen Rahmen. Also definitiv stimmig mit dem Albumtitel das Cover. Und dann haben wir hier noch im Detail die goldene Sonnenbrille, die hier reflektiert. Das sieht aus wie Palmen und eine Skyline. Okay, Unterseite glattblau. Rechte Seite ebenfalls, oben ebenfalls und hier auf der linken Seite lesen wir Say It Cold Summer und auf der Rückseite ebenfalls nochmal Say It Cold Summer und die Credits inklusive ein Barcode. Und wie so oft haben wir es hier zu tun mit einer Clubbox. Also das Ganze geht hier auf. Wir haben einmal ein T-Shirt. Einmal ein Infozettel bezüglich der FSK-Freigaben. Einmal die Sonnenbrille. Das Tag Team Tape Nummer 2 mit Kollega. One Week in Ibiza. The Fresh Episode. Die Cold Summer Instrumentals. Das Album an sich. Eine Autogrammkarte. Ein Sticker und ein Poster. Also das ist echt eine Menge Inhalt. Selten so eine gefüllte Box gesehen. Ich würde mal sagen, nachdem die 4 hier beziehungsweise die 5 hier allesamt in Plastik eingepackt sind, werden wir diese mal öffnen. Es wird jetzt etwas dauern. Aber ansonsten müssen wir jede einzeln öffnen und immer kurz unterbrechen. Deswegen werde ich die jetzt einfach mal alle am Stück aufreißen. So, einmal das Album, dann One Week in Ibiza. Das dürfte wohl die DVD sein, weshalb wir auch den 12er auf der Box hatten. Dann haben wir das Tag Team Tape. Dann The Fresh Episode, das ist die Bonus-EP. Boah, jetzt hier am Eck hängt es natürlich. So, aber jetzt. Und dann natürlich noch die Instrumentals zum Album Cold Summer. So. Dann schauen wir mal. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Cover kennen wir bereits von der Box. Say It Cold Summer. Auf der Rückseite haben wir 15 Tracks,
Und wir haben Features von Kollega. Einmal, das dürfte das einzige Feature sein, von den Tracks jetzt ist mein Favorit. Nummer 11, Street Smart. Extrem gut. Und dann dürfte aber auf der Bonus-EP sein, also nicht auf dem Tag-Team-Tape, sondern auf der Bonus-EP noch ein Kollega-Track. Also von denen wirklich Street Smart, absolutes Highlight. Dazu gab es ja auch eine Videoauskopplung, alleine der Beat und der Refrain gehen richtig gut nach vorn. Das Booklet sieht folgendermaßen aus. Auch wieder in diesem Eisblau-Weiß gehalten. Hier haben wir eine Aufnahme von Say It und hier dann einzelne Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. So sieht das Ganze aus. Rolex am Start. Okay, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen jetzt, weil überall dieses Eisblau ist hier in Weiß. Weitere Tracks aufgelistet. Hier passt das Design wieder. Street Smart. Sehr schön gestaltet das Ganze. Und dann hier haben wir noch die Credits. Also, wer hat produziert? Und hier noch eine kleine Danksagung. Alles klar. Also das könnte man natürlich auch als Cover verwenden. Aber ich werde es wohl bei diesem beibehalten. Gut, die CD ebenfalls in dieser blau-weiß-blau-silber-Optik gehalten. Hinten glatt blau. Dann haben wir, ist der Sticker, die Instrumentals sehen folgendermaßen aus. Say It Cold Summer Instrumentals, Alpha Music Empire präsentiert. Auf der Rückseite haben wir in diesem Fall 20 Tracks. Warum? Weil hier die 5 Tracks von der Bonus-EP auch noch dabei sind. Also nicht wundern, hier sind 20 Tracks drauf, deshalb. So sieht die Instrumentals-CD aus. 20 Instrumentals auf dieser. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Und dann haben wir die Bonus-EP, genannt The Fresh Episode. Hier haben wir 5 Tracks drauf, ein Feature von Blacks und eins von Kollega. Wie gesagt, das ist der Track, den ich auch noch extrem feiere, Moment of Truth. Das andere Feature von Kollega, On Fire, ist jetzt nicht ganz so mein Fall gewesen, aber das hier, Moment of Truth mit Kollega, der geht auf jeden Fall gut nach vorne, der Track. 5 Tracks. Am Cover sehen wir hier Say It am Hafen. So sieht die CD aus. Und dann haben wir noch das Tag Team Tape 2. Also wer sich erinnert, Say It's erstes Album, Engel mit der AK. Da gab es ja auch schon das Tag Team Tape mit Kollega. Und das ist jetzt der Nachfolger davon. Wir sehen hier Kollega und Say It mit den Alpha Music Empire Fresh Shirts. Das werden wir uns gleich noch ansehen im Detail. Und hier haben wir 10 Tracks. Das ist doch eine ganze Menge. Also nicht nur irgendwie 3, 4, 5 wie bei einer Bonus-EP, sondern wirklich 10 Tracks. Das ist echt mächtig. So sieht die CD aus. Schwarz und silber. Und das Ganze auch wieder in einer Papphülle. Von denen habe ich noch keine einzige gehört, keinen einzigen Track. Freue ich mich extrem drauf, gerade weil Kollega einfach einer meiner absoluten Lieblingsrapper ist und mit Say It auch ziemlich gut harmoniert in meinen Augen. Und dann haben wir die One Week in Ibiza DVD. Also hier sehen wir zum Beispiel Corey, den Boss und Say It. One Week in Ibiza steht hier. So sieht das Ganze aus. Da auch wieder der 12er. Weiß und schwarz das Design. Und das Ganze auch wieder in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker in quadratisch. Sehr schön. Also das Cover als Sticker nochmal. Auch hier der Aufdruck Alpha Music Empire präsentiert. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir eine Autogrammkarte, unterschrieben von Say It, im Querformat.
Und hier hinten lesen wir noch Alpha Music Empire. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die Sonnenbrille. Sieht folgendermaßen aus. Ist so goldgelb. Und hier auf der Seite haben wir ebenfalls wieder den Schriftzug Alpha. Man kann das halbwegs lesen. Auf dieser Seite nicht, also lediglich links. Schauen wir uns dann gleich noch in Kombination mit dem Shirt an. Dann haben wir ein Poster, doppelseitig bedruckt. Also, auf der einen Seite haben wir Cold Summer Say It und hier Say It in goldbraunem Pullover, Longsleeve und hier noch goldene Rolex und der Versace Siegelring und hier noch eine Goldkette um den Hals und auf der anderen Seite das Cover von Cold Summer nochmal. Also je nachdem, welche Seite euch lieber ist, beides im Hochformat. Jetzt müsste ich es nur noch richtig zusammenlegen, aber ich glaube, damit werde ich mich dann später auseinandersetzen, weil ich es jetzt so auf Anhieb nicht hinbekomme. Und als letzten Bestandteil haben wir dann noch das T-Shirt. Wie bereits gesagt, es ist das T-Shirt, was auch hier auf dem Tag Team Tape 2 Cover zu sehen ist. Also, hier lesen wir Fresh und hier oben haben wir den Löwen mit Blau und Rot, also das Logo von Alpha Music Empire und hier noch den Schriftzug. Man kann das halbwegs sehen. Alpha Music Empire. Und es handelt sich hier auch nicht um irgendein billiges Gildensoft oder Fruit of the Loom. Wir haben hier wirklich Alpha Music Merch. Und auf der Rückseite haben wir noch einen fetten Aufdruck. Also oben nochmal das Logo. Dann steht hier Alpha 01 Music Empire in Rot und Weiß. Gefällt mir extrem gut vom Design, ist ein bisschen so wie so ein Trikot, wie so ein Basketball-Trikot designt. Jetzt schaue ich nur kurz, ob wir hier noch eine Info haben. Nein, haben wir nicht. Aber was ich vorher gar nicht gezeigt habe, weil es zu weit unten war, wir haben hier auf der unteren Seite nochmals hier, es sieht aus wie ein Aufnäher, aber es ist aufgedruckt, Alpha Music Empire. Sehr schön. Also, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier auf der Brust den Löwen Alpha Music Empire, das Logo. Dann hier noch den Schriftzug Alpha Music Empire. Dann hier im Bauchbereich die zwei roten Querstreifen mit dem Fresh Schriftzug. Und unten rechts dann noch diesen Aufdruck Alpha Music Empire. In Kombination mit der Sonnenbrille sieht das folgendermaßen aus. Gefällt mir richtig gut. Ist wie gesagt kein 0815 Fruit of the Loom oder Gildenshirt, sondern ist wirklich Merch-Qualität, fühlt sich echt top an und werde ich definitiv des Öfteren mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, also steht zwar jetzt nicht drinnen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es Größe L sein wird. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte, den Sticker in quadratischer Form, die DVD One Week in Ibiza, die Sonnenbrille, das Tag Team Tape 2, The Fresh Episode, also die Bonus-EP, die Cold Summer Instrumentals
und das Album an sich Cold Summer. Und dann auch noch dieses Poster doppelseitig im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Was haltet ihr von der Box? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Saget unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.